Die apokalyptischen Reiter haben sich dazu entschieden, ein neues Album aufzunehmen. Wir sind zwei Jahre fast ununterbrochen auf Spurensuche gewesen, in der ganzen Welt rumgereist, haben viele Ideen mitgebracht. Und was wir in der Zwischenzeit alles erlebt haben, seht ihr jetzt. Es regnet, es ist Herbst, der Sommer ist definitiv vorbei, aber unser neues Album ist fertig, fast, und wir holen jetzt unseren Produzenten Vincent ab. Oh, der Zukunft! Oh, spielen! Spielen! Wir sind jetzt auf dem falschen Gleis gelandet. Ich glaube, der Produzent zerreißt uns jetzt gleich direkt in der Luft. Da! Warte! Da! Guck! Nee, da ist nicht. Da hier! Ah, Scheiße! Vince, jetzt hast du uns das Überraschungsmoment versagt. Ey, wir haben ja voll auf dem falschen Gleis gewartet. Wir haben uns die letzten Tage hier zusammengesetzt, haben alle Ideen in einen Topf geworfen. Es ist halt wirklich so Musik, die gerade auch wieder so aus dem Bauch raus entsteht. Irgendwie. Das Ziel ist hochgesteckt, aber es macht einfach Spaß wie Sau. Wie hört sich jetzt das neue Reiteralbum an? Wow! Wir müssen es ja leider wieder wegnehmen. Ja, gut, mehr kannst du jetzt nicht mehr geht. Geil. Ja. Ich bin sehr gespannt auf das neue Reiteralbum. Der Albenprozess, den hat es natürlich durch diverse Live-Shows immer wieder aufgebrochen. Das war auch ein bisschen das Ziel, weil man, wenn man zu lange im Studio oder im Proberaum manchmal zusammenhängt, hat man manchmal keine Distanz mehr zu den Songs. Und da boten sich natürlich Live-Geschichten immer an. Probebetrieb, Songs einstudieren und dann wieder Schalter umlegen und zu sagen, wir müssen jetzt live spielen, wir müssen einfach unsere Show fahren. Hätten die Unterschiede nicht sein können. Wir waren in Wacken. Größer geht es eigentlich für unsere Verhältnisse im Metal erstmal gar nicht. Auch beim 7. Mal ist es immer wieder Wacken. Ist, stehst da, denkst, das gibt's doch gar nicht. Die können sich so viele Leute vor die Bühne stellen. Wo kommen die denn alle? Andererseits waren wir 2 Wochen später beim Fanclub-Treffen. Das Fanclub-Treffen hat bei uns lange Tradition. Also wir machen das schon seit über 10 Jahren. Wir kriegen viel Feedback von den Fans über alles Mögliche, was eben die Band betrifft. Was hat den Leuten gefallen, was nicht so. Das ist für uns halt immer ziemlich interessant und auch schön, die Leute einfach wieder zu treffen. Also wir haben immer eine Menge Spaß und auch jetzt beim Fanclub-Treffen gipfelte das Ganze dann wieder beim Lagerfeuer. Das heißt, wir haben unsere alten Songs da zum Besten gegeben und hatten da viel Spaß mit den Leuten. So, jeden Tag nur ein bisschen, über Nacht, da bleibt so mancher Illusion.